4 Spieltage zu spielen in der ersten Regionalliga West und die Schalker Basketballer waren als Spitzenreiter zu Gast beim TV in Büren. Coach Raffi Wilder vertraute in dieser schweren Auswärtspartie auf seine neu formierte Starting Five, um Patrick Carney, Chris Alexander, Andrius Mikutis, Michael Agerpong und Nino Janoschek. Los ging's in der Sporthalle Ost und es dauerte nur Sekunden, da landete Bobby Naubert schon in der Tribüne. Die ersten Punkte erzählten die Gastgeber über Michael Post. Auch der S04 konnte aus der Mitteldistanz punkten durch Nino Janoschek. Der Center Post war für den TVI gleich zu Beginn heiß gelaufen. Aber auch die Schalker Trefferquote stimmte. Patrick Carney aus der Mitteldistanz für den S04. Chris Alexander schon früh in der Partie in Foul Trouble, aber hier mit den 2 Punkten für Königsblau. Erneut Alexander, diesmal mit dem Zuspiel auf Andrius Mikutis. Für den TV Ebenbüren hielt Devin Grimes dagegen. Erneut die Gastgeber, auch der starke Jasper Schifusi fand in die Partie. Der S04 überzeugte durchs Teamplay Alexander mit dem Auge für Andrius Mikutis, der Dreiersatz. Auf der Gegenseite zeigte sich Jasper Schifusi einmal mehr agil unter dem Brett. Der TVI mit 3 Punkten vorne und Nino Janoschek versenkte den Mitteldistanzwurf. Janoschek diesmal mit dem Auge für seinen Center-Kollegen Daniel Boahene. Thomas Cevcik mit dem Assist für Patrick Carney und er versenkte den Dreier. Erneut ein Cevcik-Assist, diesmal für Nikita Katschenko auf der zweite Dreier innerhalb von Sekunden im Ziel. Mit einer knappen 22:20 Führung beendeten die Schalker das erste Viertel. Der Start in Abschnitt 2 gehörte Devin Grimes und dem TV in Büren. Ein Doppelpass zwischen Patrick Carney und Rishi Kakat. Carney aus der Distanz drin. Aber auf der Gegenseite hielt Bobby Naubert dagegen. Nun begann sie die richtig starke Phase des S04. Rishi Kakat zum 27:24. Doppelpass zwischen Katschenkov und Penev. Katschenkov mit dem Hookshot drin. Rishi Kakat setzte den Dreier auf den Ring, aber halb so schlimm, denn Nino Janoschek schnappte sich den Offensiv-Rebound und fand Nasko Penev. Chris Alexander mit dem Auge für Rishi Kakat, der Brite traf den Dreier. Im Anschluss Nino Janoschek mit dem Tip-In unterm Korb, der Center vollendete den 11:0 auf der Schalker. Ebenbüren nun mit 12 Punkten zurück und Michael Post beendete den königsblauen Run. Die Schalker hatten aber noch nicht genug. Patrick Carney mit dem Wahnsinns-Assist auf Andrius Mikutis. Der Litauer versenkte den Dreier. Was für ein Zuspiel von Patrick Carney hier aus der Tribünensicht in der Slow Motion. Er findet blind seinen Mitspieler an der Dreierlinie. Die königsblaue Treffsicherheit war beeindruckend. Rishi Kakat setzte noch einen drauf. Und weil es so schön war, nochmal Mikutis auf Kaka drin. Ein bombenstarkes zweites Viertel brachte den S04 mit 47:36 in Führung. Rishi Kaka nach der Halbzeit mit seinem starken Zug zum Korb zum 49:36. Auf der Gegenseite Jasper Schifusi aus der Mitteldistanz für den TVI. Ebenbüren nach der Halbzeit jetzt wacher, Bobby Naubert verkürzt den Rückstand. Bei Schalke ging es jetzt schnell. Rishi Kakat mit dem Langpass auf Nikita Katschenkov. Der Kapitän schloss mit dem Dunking ab. Bobby Naubert übernahm jetzt die Verantwortung auf Seiten Ebenbürens. Aber die Schalker hatten in Person von Patrick Carney die passende Antwort parat. Ebenbüren verkürzte den Rückstand. Devin Grimes aus der Mitteldistanz. Nikita Katschenkov mit dem Ball gewinnen und dann 2 gegen 1 im Fastbreak. Katschenkov schloss ab. Chris Alexander mit dem Zuspiel auf Patrick Carney, der hatte Zeit und er traf den Dreier aus der Ecke. Nun aber Ebenbüren am Drücker. Gene Hackner von jenseits der 3-Punkte-Linie. Nur Sekunden später Bobby Naubert unaufhaltsam auf dem Weg zum Korb.
Noch einmal Naubert mit dem Turbo. Der TVI kämpfte sich heran und war nur noch 3 Punkte hinter den Knappen zurück. Eine königsblaue Schwächephase zum Ende des dritten Viertels brachte den TVI auf 2 Punkte heran. Nun war es ein richtiges Kampfspiel geworden. Nasko Pene fand Andrius Mikutis in der Halbdistanz drin. Nur Sekunden später Thomas Cevcik mit dem Auge für Andrius Mikutis. Er traf den wichtigen Dreier. Aber Ibbenbüren gab sich nicht auf. Gene Heckner mit dem Floater zum 65:68. Erneut der TVI, hier durch den starken Bobby Naubert zum 1-Punkt-Rückstand. Jetzt war der Spitzenreiter gefordert und er lieferte Andrius Mikutis im Fastbreak und im End-One. Center Daniel Boahene fasste sich ein Herz und brachte mit dieser Energieleistung den Ball im Ring unter. 9-Punkt-Führung für den S04. Für Ibbenbüren noch einmal Jasper Schivusi mit einer sehenswerten Aktion. Gefährlich wurde der TVI dem S04 aber nicht mehr. Hier noch einmal ein Beweis, dass Patrick Carney Basketball spielen kann. Starkes Ding, der S04 gewann die Partie. Zwischenzeitlich wurde es noch einmal richtig eng im Gastspiel beim TV Ibbenbüren. Aber am Ende siegten die Schalker Basketballer souverän dank einer mannschaftlichen Geschlossenheit und eines großen Kämpferherzes mit 85:72 in der Ferne. Dank der Niederlage der BG Hagen am letzten Freitag haben die Schalker Basketballer in der Tabelle nun 4 Punkte Vorsprung auf die Verfolger und können die Meisterschaft in der ersten Regionalliga West bereits am nächsten Wochenende im Heimspiel gegen die Excent Basket Salzkotten festmachen.